Mein Name ist Benjamin Brümme und herzlich willkommen zu meinem Leichtathletik-Podcast. Mein heutiger Gast ist die Kurzsprinterin Jessica Bianca Wessely. Jessica hat bei den diesjährigen Europameisterschaften in München dazu beigetragen, innerhalb von 75 Minuten sowohl die 4x100-Meter-Staffel als auch die 4x400-Meter-Staffel ins Finale zu bringen. Und deshalb habe ich sie natürlich zu München 22 befragt, wie ihr Trainingsalltag aussieht und wie sie eigentlich irgendwann mal zur Leichtathletik gekommen ist. Man vergisst immer, wie viel Zeit auch Core Room und alles in Anspruch nimmt, sodass dann doch die Pause dazwischen gar nicht so groß war. Ich war dann noch bei der Physio. Wir haben dann auch nochmal Staffelwechsel von der 4x4 gehabt. Und es ging alles so Schlag auf Schlag, dass ich tatsächlich dann auch erst, als wir im Stadion in unseren, ich nenne es mal Boxen standen, die Staffelläuferin war da 4x4, erst da habe ich dann gemerkt, so puh, das war dann jetzt doch auch ein anstrengendes Programm. Gestern die beiden 200er, jetzt vorhin noch der 100er. Da wusste ich, das wird jetzt auf jeden Fall auch nochmal eine Herausforderung, einmal drumherum zu laufen. Der Leichtathletik-Podcast aus Frankfurt am Main. Dann herzlich willkommen, Jessica. Hi. Ja, es freut mich, dass du heute die Zeit für unsere Folge gefunden hast. Und ich habe es eben im Intro schon angesprochen. Du bist am 19.08. in diesem Jahr in München innerhalb von 75 Minuten zunächst in der 4x100-Meter-Staffel an den Start gegangen und dann eine knappe Stunde später in der 4x400-Meter-Staffel. Beide Staffeln sind dann auch noch ins Finale eingezogen. Also die Leistung war extrem stark. Und ich habe zu der ganzen Situation natürlich gleich mehrere Fragen. Also zum einen, wie kam es denn dazu, dass du ja bei den Europameisterschaften innerhalb von so einer kurzen Zeitspanne in ja zwei Nationalstaffeln zum Einsatz gekommen bist? Ja, erstmal muss ich sagen, ich dachte am Donnerstag nach dem 200-Meter-Halbfinale, dass es jetzt mein letztes Rennen im Stadion war. Dachte, schade, richtig coole Kulisse, ja. Und ja, dann ging's abends schon los. Ich war noch bei der Physio um 23 Uhr, da kam dann schon der Bundestrainer 400 Meter, Jörg Möckel, auf mich zu und hat gefragt, wie es aussieht, ob ich 400 Meter laufen könnte, weil Corinna ja angeschlagen war. Da habe ich gesagt, ja, wir können es auch gerne noch mit meinem Trainer besprechen. So wurde dann schon die erste Staffel, kam dann schon so auf den Weg. Ich muss ja dazu sagen, dass ich ja schon in Regensburg bei unserem Staffellehrgang beide Staffeln hintereinander gelaufen bin. Also war ja zumindest nicht komplettes Neuland. Bin dann am Abend gegen Mitternacht ins Bett gekommen und ja, am nächsten Morgen bin ich so kurz vor 6:30 aufgestanden und dann war auch schon eine Nachricht in unserer 4x1-Gruppe, dass wir noch eine kurze Staffelbesprechung vorm Frühstück um 6.45 Uhr haben. Da habe ich dann eben erfahren, dass auch Tatjana nicht laufen kann und dass ich deswegen noch auch die 4x1 laufen soll und auf die Position 3 kommen. Waren also beides relativ kurzfristige Entscheidungen. Da war dann auch nicht viel Zeit, drüber nachzudenken. Ist vielleicht auch manchmal nicht schlecht. Und ich könnte mir halt auch vorstellen, so dieser Schwenk, du hast gesagt, nach den 200 Metern hast du so ein Stück weit gedacht, schade, wäre es wahrscheinlich gerne nochmal im Olympiastadion an den Start gegangen. Und dann abends erst die Nachfrage, könntest du die Viertelmeile dir vorstellen, in der Staffel zu laufen und dann am nächsten Morgen beim Frühstück dann auch noch über die 4x100 Meter. Da könnte ich mir vorstellen, dass die Motivation dann auch gleich doppelt groß ist. Ja, definitiv. Also ich habe mich super gefreut, einfach auch nochmal in dem Stadion laufen zu dürfen. Es war an sich der Hammer, diese Kulisse. Ich glaube, wer es vor Ort war, der kann es nur bestätigen. Und ich glaube, es kam auch im Fernsehen rüber. Aber manchmal ist es auch gut, wenn man nicht zu viel drüber nachdenken kann. Und gerade bei den 400 Metern, muss ich sagen, 4x100 ist ja mehr Routine drin, sage ich mal. Ich war ja immer, wenn dann mit den Kurzsprinterinnen unterwegs. Und ja, deswegen war das dann auch am Freitagmorgen ganz normaler Ablauf am Morgen. Nochmal ein Check-up beim Physio gehabt, ganz normal aufgewärmt, nochmal einen Staffelwechsel gehabt. Und ich habe dann natürlich auch schon die Anweisung bekommen, dass ich am besten keine Interviews geben soll und direkt wieder rauskommen sollen, um die Zeit zwischen den beiden Läufen auch gut zu nutzen. Weil ich sag jetzt mal, 75 Minuten ist ja oft auch so die Zeit zwischen dem Vor- und Endlauf, zumindest bei den 100 Metern. Und auch gerade, wenn man den ersten Wettkampf des Tages hat, ist der erste Lauf, um reinzukommen. Hat sich das bei dir auch so angefühlt, dass du, ich sag mal, die 4x100 auch ein bisschen als ja, Vorbelastung für die 4x4 dann angesehen hast? Oder
hast du es dann doch schon so ein bisschen natürlich nach auch den 200 Metern, die von den Tagen zuvor an den Beinen steckten, dass es dann doch schon so ein bisschen eine Belastung war, die du da gespürt hast? Ja, in erster Linie habe ich es erstmal als Vorbelastung gesehen. Man vergisst immer, wie viel Zeit auch Core Room und alles in Anspruch nimmt, sodass dann doch die Pause dazwischen gar nicht so groß war. Ich war dann noch bei der Physio. Wir haben dann auch nochmal Staffelwechsel von der 4x4 gehabt. Und es ging alles so Schlag auf Schlag, dass ich tatsächlich dann auch erst, als wir im Stadion in unseren, ich nenne es mal Boxen standen, die Staffelläuferin war da 4x4, erst da habe ich dann gemerkt, so puh, das war dann jetzt doch auch ein anstrengendes Programm. Gestern die beiden 200er, jetzt vorher noch der 100er. Da wusste ich, das wird jetzt auf jeden Fall auch nochmal eine Herausforderung, einmal drumherum zu laufen. Aber ich muss sagen, ich bin ja früher auch relativ viel die 4x100 und auch doch recht oft die 4x400 Meter Staffel gelaufen. Und gerade bei den 4x400 Metern in der Staffel ist es für mich immer noch mal ein ganz anderes Laufgefühl gewesen, als jetzt, wenn ich über die Stadionrunde an den Start gegangen bin. Einfach, weil man viel engeren Kontakt zu den anderen Läufern hatte, darauf reagieren musste, was passiert jetzt vor mir, will hinter mir einer vielleicht angreifen. Und dass ich dann auch die Belastung, die ja auch in der 4x400 Meter Staffel extrem ist, gar nicht so während des Laufs gespürt habe. Ging dir das jetzt insbesondere in München auch so oder wie war das Rennen dann so aus deiner Sicht? Also das finde ich grundsätzlich bei 4x4 eigentlich ganz, ganz cool, dass gerade auf den Positionen 2 bis 4, dass man da auch nicht unbedingt alleine läuft, sondern dass man sich vielleicht auch mal dranhängen kann. Ja, ich habe versucht vor allem darauf zu achten, locker zu bleiben, um möglichst viele Kräfte auch zu sparen. Ich habe versucht eher langsam, sagen wir mal, an die Läuferin vorne mich so ein bisschen ranzusaugen, weil ich wollte auf jeden Fall nicht überpacen. Ich muss halt auch sagen, weiß nicht, so in den letzten Monaten längster Tempolauf, abgesehen mal von den 4x4 in Regensburg, war dann halt mal nur 220 Meter lang. Und deswegen wusste ich, ich darf auf jeden Fall nicht überpacen vorne, auch wenn ich aus dem Kurzsprint komme. Und ich muss sagen, gerade bis 300 habe ich da auch noch gar nicht extrem drüber nachgedacht. Aber wenn man so auf die Zielgerade kommt und sieht dann diese noch sehr langen 100 Meter vor sich, da merkt man dann doch, okay, jetzt wird's schwer. Und da ist es dann auch nochmal gut, wenn man echt Kontakt zum Feld hat und sich da vielleicht ein bisschen mitziehen lassen kann. Ja, das stelle ich mir auch gerade dann auch vor so einer Kulisse schwierig vor, dann nicht zu überpacen, weil die Motivation ist ja dann auch groß. Und wie konntest du das dann in dem Moment realisieren? Also hast du dir wirklich bewusst gemacht nach dem Wechsel, okay, jetzt bloß nicht zu viel Power hier reinlegen, oder war es dann doch tatsächlich einfach, dass so, ich sag mal, so ein Stück weit auch deine Routine aus deinem 400-Meter-Sprinter-Background, dass die da so wieder zum Vorschein gekommen ist? Oder war es wirklich so eine Sache, ich muss mir das jetzt hier wirklich bewusst machen, hier nicht zu 100% die ersten 200 Meter anzugehen? Ich würde sagen, beides auf jeden Fall. Es war auf jeden Fall gut, dass ich früher schon auch mal 400 Meter gelaufen bin, und daher weiß ich auch, was passiert, wenn man es am Anfang übertreibt. Ist mir auch schon passiert, und ich glaube auch mit zunehmendem Alter, zunehmender Erfahrung, dass man da auch immer ein besseres Gefühl dafür bekommt. Deswegen ist mir das auch, glaube ich, ganz gut gelungen. Und gibt es so einen Moment aus München, der sich von den vielen Läufen, die du dann ja da tatsächlich hattest, in dein Gedächtnis eingebrannt hat? Zum einen natürlich die Siegerehrung mit der 4x1 noch. Ich wusste vorher gar nicht, dass man als eingesetzt im Vorlauf mit darf. Und Gina hatte mir das dann vor dem Finale noch gesagt. Und das war natürlich ein super Moment, die Nationalhymne zu hören und auch vor dem ganzen heimischen Publikum. Da muss man schon aufpassen, dass man nicht total anfängt zu heulen. Aber auch die Freude dann über den Einzug ins 4x4-Finale, weil am Anfang sah es ja eher so aus, als ob wir ausgeschieden wären. Ich hatte mir noch die Zeit der 5. Staffel, glaube ich, gemerkt vom ersten Lauf und dachte so, oh nein, jetzt haben ein paar Hundertstel oder Zehntel, es hatte ja nicht so viel gefehlt. Und auf einmal standen wir dann doch als 8. auf der Liste drauf, und kam total überraschend, und dann haben wir uns auch einfach nur komplett gefreut, weil es dadurch ja alle Staffeln auch ins Finale geschafft haben. Ja. Die Medaille, hat die einen Ehrenplatz bei dir zu Hause, oder? Ja, genau. Ich habe eine Vitrine in meinem Zimmer, und da hat sie einen Platz gefunden, und es ist schön, sie immer wieder zu sehen. Und hast du es mittlerweile auch so komplett realisiert, oder stehst du noch manchmal so davor und denkst, okay, kann mich mal jemand kneifen, dass ich merke, dass es jetzt doch kein Traum ist? Ja, komplett glaube ich nicht. Also ich finde es immer noch so ein bisschen unwirklich. Vor allem, weil das alles so zu kurzfristig kam. So, es war halt nicht erwartbar für mich vorher. Und ich glaube, das macht das Ganze nochmal so ein bisschen ungläubiger.
Aber Jessica, wie bist du denn irgendwann mal zur Leichtathletik gekommen? Tatsächlich schon ganz früh. Also meine Eltern wollten, dass mein Bruder und ich relativ früh Sport machen. Und bei uns war dann so Leichtathletik mit das Frühste, was man machen konnte, mit 3 Jahren. Wow. Und genau, dann habe ich mit 3 Jahren angefangen und bin seither der Leichtathletik treu geblieben. Dein Bruder auch? Nee, der ist dann irgendwann zum Fußball übergegangen. Jungs halt. Aber mit 3 Jahren ist tatsächlich sehr, sehr früh. Und da könnte ich mir vorstellen, dann so die ersten Jahre waren es dann die Sprünge über die Bananenkisten und wahrscheinlich noch das Spielerische, was da im Vordergrund stand. Definitiv. Ich kann mich auch noch an so Wanderpokale erinnern, dass wir irgendwie am Ende des Trainings immer verschiedene Spiele hatten. Irgendwie, man sollte zum Beispiel die Zeit einschätzen, 1 Minute zu laufen oder ganz unterschiedlich. Und dann hat man mal einen Wanderpokal geschenkt bekommen, wenn man 2 Spiele gewonnen hat. Aber du hast dich ja dann auch irgendwann dazu entschlossen, zunächst Langsprinterin zu werden. Also du warst ja wirklich auch eine gewisse Zeit über die 400 und ich glaube auch zum Teil über die 800 Meter am Start. Wie kam das denn dann dazu? Also ich muss sagen, irgendwann hat mir halt das Laufen am meisten Spaß gemacht und ich bin dann irgendwann in eine Mittelstreckengruppe reingekommen und ich glaube, ich habe das Gefühl, als Kind macht es einem einfach nichts aus, wenn man nur rennt und rennt und rennt. Und tatsächlich bin ich auch als Kind 10 Kilometer, 5 Kilometer gelaufen. Und es wurde dann aber tatsächlich von Jahr zu Jahr wurde es dann weniger, weil ich vielleicht auch gemerkt habe, dass Ausdauertraining ganz schön anstrengend sein kann. Und so ging es dann langsam runter, 800 Meter. Und dann bin ich erstmal bei den 400 Meter gelandet und war dann auch im zweiten Jahr U18 das erste Mal im Finale bei den deutschen Jugendmeisterschaften über 400 Meter. War dann aber so ein Punkt, die Trainingsumfänge, dass du gesagt hast, okay, ich möchte dann die noch kürzeren Strecken laufen oder gab es da andere Gründe, warum du dann gesagt hast, okay, Langsprint, Mittelstrecke, es war eine schöne Zeit, aber ich möchte jetzt Kurzsprinterin werden? Nee, also ich muss sagen, ich habe 2014 die Trainingsgruppe und den Trainer gewechselt, weil davor meine Trainingsgruppe mehr auf Mittelstrecke auch ausgelegt war und sie war auch größer und ich habe gesagt, naja, ich würde mich halt gerne nochmal verbessern, weil ich hatte das Gefühl, irgendwie die 3 Jahre, ich bin halt auf so einer Stelle getreten, auch gerade auf den 400 Metern. Und so bin ich dann im Oktober 2014 zu meinem jetzigen Trainer, zu Michael Manke-Reimers, gewechselt. Und da waren auch zunächst noch die 400 Meter im Fokus, wobei ich da natürlich jetzt auch schon mehr Sprinttraining gemacht habe. Er ist ja Sprinttrainer, er hat nur Sprinter, kann man ja sagen. Und ja, das erste Jahr bin ich dann noch 400 Meter gelaufen, aber wir haben es halt auch im Wettkampf nie so umgesetzt bekommen, wie wir es gern gehabt hätten. Da war das Training schon besser und 2016 kam es dann, hat mich einfach ins Trainingslager in die USA mitgenommen. Beim Wettkampf, da hat ihm der Wind für die 400 Meter nicht so gepasst und dann sind wir halt 200 Meter gelaufen. Ja, das war dann ganz gut. Ich konnte dann meine Bestzeit gleich ganz gut steigern und bin irgendwie im zweiten Wettkampf das erste Mal unter 24 Sekunden gelaufen. Seitdem hat sich das irgendwie so geebnet, dass ich 200 Meter gelaufen bin. Weil es ist schon ganz interessant, denn viele gehen ja eher den anderen Weg, dass sie vom Kurzsprint kommen und sich dann irgendwann an die 400 Meter wagen, weil gesagt wird, okay, deine 200 Meter Bestzeit ergibt rein recht oder könnte rein rechnerisch diese oder jene 400 Meter Bestzeit ergeben. Der Weg in die andere Richtung, den gibt es jetzt nicht so häufig. International fällt mir vielleicht Fred Curley jetzt ein, der jetzt Weltmeister geworden ist, ja, über die 100 und da auch sehr, sehr stark ist. Aber auch bei ihm wird häufig darüber gesprochen, dass es ja tatsächlich auch eine Ausnahme ist, dass jemand vom Langsprint auf den Kurzsprint wechselt, weil es eigentlich oder weil die eine häufig vertretene Meinung ist, dass es schwieriger ist, dann die Schnelligkeit aufzubauen, als der umgekehrte Weg aus der Schnelligkeit dann die Schnelligkeitsausdauer irgendwie herauszutrainieren. Aber bei dir hat es ja tatsächlich in die andere Richtung sehr, sehr gut funktioniert. Und da würde mich auch interessieren, würdest du sagen, dass dir, ich sag mal, die Trainingsumfänge, die ja im Langsprint und in der Mittelstrecke ja dann auch andere waren, dir aber jetzt vielleicht auch ein Stück weit im Kurzsprinttraining helfen? Ja, ich denke schon. Also gerade die ersten Jahre, als ich dann den Trainer gewechselt habe, habe ich es ja auch schon gemerkt, dann bei den Tempoläufen. Also gerade in der Vorbereitung, da machen wir auch viele 300er und so. Das habe ich dann auch immer ziemlich gut vertragen, muss ich einfach auch sagen. Auch wenn es dann höhere Umfänge waren, mehrere hintereinander. Und ich habe auch jetzt noch das Gefühl, dass mir das tatsächlich ganz gut liegt, dass ich grundsätzlich sowieso eher ein mehr Läufertyp als Krafttyp bin. Deswegen glaube ich schon, dass ich davon auch so ein bisschen noch zehre.
Also bei den 200 sind dann wahrscheinlich auch die letzten 50 Meter eher deine Stärke als die ersten 50. Ja, definitiv. Wir versuchen immer im Start und an der Beschleunigung zu arbeiten, auch mit Tobi Alt. Ich weiß, was ich anders machen muss. Ich verstehe, was ich machen muss, aber die Umsetzung ist natürlich immer so eine Sache. Im Training klappt es alles schon ganz gut, im Wettkampf kriege ich es leider noch nicht so umgesetzt. Das würde ich mir halt auch mal wünschen, weil ich sag mal, es ist cool, auf den letzten 50 Meter richtig gut zu sein auf den 200, aber man muss halt auch davor locker bleiben, auch wenn man halt hinten ist, um dann wirklich auch die Stärke überhaupt ausspielen zu können. Ja, du hast auch gerade schon Dr. Tobias Alt angesprochen. Er ist ja Sportwissenschaftler und als Biomechaniker beim OSP auch in Nordrhein-Westfalen angestellt. Und ich glaube, gerade was den Kurzsprint in Deutschland angeht, auch die Beschleunigungsphase, da, was das Biomechanische betrifft, glaube ich, gibt es wenige, die ihm da das Wasser reichen können. Also ihr arbeitet dann auch im Training zum Teil mit ihm zusammen. Da geht es dann auch speziell um die Startphase oder sind da noch andere Sachen, die dann da mit reinspielen? Also wir versuchen ab und zu zusammenzuarbeiten. Geht natürlich nicht immer optimal. Also wir müssen immer gucken, wenn er mal in der Nähe ist oder ob wir dann mal nach Dortmund fahren, wo er ist. Oder vielleicht, wenn er mal im Trainingslager dabei ist, dann bietet es sich natürlich an. Und ja, es geht vor allem im Start um die Beschleunigung, was man da auch technisch besser machen kann. Ich versuche da weiterhin dran zu arbeiten und ich bin mir auch sicher, dass das irgendwann klappen wird. Du hast angesprochen, ihr versucht irgendwie hinzubekommen, dass er auch mal zu euch ins Training kommt oder wenn ihr in Dortmund seid. Du trainierst ja in der Regel in Mannheim wahrscheinlich am Olympiastützpunkt. Genau. Und dann alleine oder seid ihr eine etwas größere Trainingsgruppe? Ich sag mal etwas eher kleinere Trainingsgruppe. Ich trainiere zusammen unter anderem mit Patrick Domogala, Jonas Griesamer und Yannick Spissinger. Also schon auch eine sehr, sehr schnelle Trainingsgruppe. Ja, also haben alle, denke ich, ihre Erfolge schon feiern können. Sei es mit der Vereinsstaffel oder dann auch, ich spiele ja Hürdenläufer im Hürdensprint, genau. Wir nehmen das Interview ja Ende September auf. Wie sieht denn da jetzt so oder im Oktober dein Aufbautraining aus? Also am Anfang ist es ja noch recht unspezifisch. Was macht ihr da so, um ja wieder fit zu werden? Ja, also wir machen vor allem in der Vorbereitung, versuchen wir ein bisschen mehr Krafttraining zu machen als dann während der Saison. Da muss ich sagen, ich muss auch während der Saison immer aufpassen. Ich bin dann halt auch ein Typ, der sehr schnell Muskelkater halt bekommt davon. Und ja, deswegen in der Vorbereitung mehr Krafttraining und halt gerade bei den Tempoläufen auch mehr Umfänge. Wir machen dann auch Berganläufe, wir haben wie gesagt mehrere 300er. Und ich sag mal, gerade bei den 300ern, da kann ich halt auch noch mit den Jungs mit trainieren, weil es da dann natürlich nicht so extrem schnell zugeht. Da merke ich dann zum Beispiel auch, dass ich da bei den Tempoläufen eben noch von ein bisschen von meiner Vergangenheit als Langsprinterin profitieren kann, dass ich das auf jeden Fall ein bisschen besser vertrage als unsere Jungs. Wie sieht dann so eine Einheit aus mit den 300-Meter-Sprints? Also wie viele Läufe macht ihr da? Wie sind die Zeiten und die Pausen? Ja, wir fangen am Anfang meistens eher so mit 2x3 an und steigen uns so rein, 3x3. Ich weiß nicht, ob wir die letzten Jahre dann sogar 3x4 auch mal hatten. In der Serie versuchen wir dann so 3 Minuten Pause einzuhalten und Serienpause dann 6 bis 8 Minuten. Kann dann, je nachdem wie es einem geht, auch mal etwas länger werden. Also gefühlt sind die Pausen dann sehr, sehr kurz. Du hast angesprochen, die Jungs verkraften es nicht ganz so gut. Ja, also ich würde sagen, mir fällt das grundsätzlich schon ein bisschen leichter. Also motivierst du die anderen dann auch immer mal? Dass wahrscheinlich der vorletzte Lauf ist meistens eigentlich so der schwerste, dass da dann nochmal durchgezogen wird? Ja, ich würde sagen, da motivieren wir uns gegenseitig. Okay. Ich sage immer, geteiltes altes halbes Leid im Training. Es ist auch vom Training zu Training ja immer unterschiedlich. Mal geht es dem einen besser, mal dem anderen. Und ja, da gucken wir definitiv, dass wir uns alle gegenseitig auch motivieren. Und in Bezug auf das Krafttraining, du hast gesagt, du bist da jemand, der auch mal schneller Muskelkater bekommt. Deswegen macht ihr da in der Vorbereitung ein Stück weit mehr. Was ist denn so typisch für eine Krafttrainingseinheit bei euch? Ja, also das hat mir auch mal ab und zu ein bisschen natürlich verändert. Krafttraining machen wir auch viel in Heidelberg.
am Olympiastützpunkt bei Mareike Rittweg, da immer sehr geliebt in der Vorbereitung ist die Beinpresse am Isomet. Wenn man danach wieder raussteigt, da kann man gefühlt die ersten Meter gar nicht gehen. Was ist da die größte Schwierigkeit? Das läuft mit einer gewissen Geschwindigkeit und du musst versuchen, immer maximal dagegen zu halten. Es ist vor allem sehr unangenehm, wenn es natürlich langsam läuft. Die langsameren Geschwindigkeiten, die kann man ja einstellen. Ja, es kommt vor allem auf die Wiederholungszahl an. Also wenn es dann halt mal 8 Wiederholungen sind und das dann 5-mal. Also erste Serie geht dann noch. Wenn man dann Richtung vierte geht, kannst du dir sicher vorstellen, da brennen die Oberschenkel und auch das Gesäß schon richtig. Und da muss man einfach versuchen, trotzdem noch dagegen zu halten. Aber das ist dann wahrscheinlich eine Übung, die ihr nicht die komplette Vorbereitung macht, sondern eher in der Grundlage, um dann ja wahrscheinlich auch so ein bisschen Muskelumfang aufzubauen. Genau. Also das haben wir vor allem dann in der Vorbereitungsphase, ich sag mal, vielleicht maximal bis Weihnachten. Wobei, da kann man dann, wie gesagt, auch das Training dann natürlich ein bisschen anpassen, dass man dann sagt, wir gehen, umso weiter die Vorbereitung fortschreitet, eher in höhere Geschwindigkeiten, dann ist es eben auch nicht mehr so extrem anstrengend. Jetzt gerade auch in der Vorbereitung, wie viele Einheiten macht ihr denn da so in der Woche? Ja, also unsere Vorbereitung richtig beginnt in einer Woche. Da müssen wir gucken, bisher hatten wir immer 7 bis 8 Einheiten. Wir überlegen jetzt aber auch ab und zu, ob wir dann mal welche zusammenlegen, dass wir dann halt gerade mal Sprint und Krafteinheit miteinander verbinden. Machen ja, glaube ich, auch schon manch andere in Deutschland oder im Ausland so, dass sie dann eher eine lange Einheit machen. Genau, müssen wir mal gucken, wie wir es dieses Jahr für uns machen. Also ich denke, Richtung 7, 8 Einheiten soll es dann gehen. Also dann trainiert ihr jeden Tag oder habt ihr einen Tag in der Woche frei und dann aber an 2 Tagen 2 Trainingseinheiten? Genau, Sonntag ist immer frei. Und ja, dann halt auch mal 2 Einheiten. Und jetzt müssen wir gucken, immer natürlich auch, wie wir es zeitlich hinkriegen. Also gerade auch die anderen in der Trainingsgruppe. Wir sind jetzt halt auch in einem Alter, man studiert, manche arbeiten, machen eine Ausbildung. Da müssen wir halt auch gucken, da kann es dann natürlich auch sein, dass wir vielleicht sagen, statt 2 Einheiten machen wir dann halt eine längere. Weil gerade wenn man dann noch andere Verpflichtungen hat, macht es ja auch nicht leichter für das Thema Regeneration. Du hast es angesprochen, du studierst, machst auch ein Praktikum jetzt. Wie bekommst du denn ja das ganz insgesamt das Thema Regeneration dann noch in deinen Tagesablauf integriert? Ja, dafür findet man immer Zeit. Ich sag mal so, also ich finde so gerade Studium nebenbei schon sehr wichtig, weil es halt auch ein Ausgleich ist zu dem Sport. Also für mich wäre es nichts, mal nur Sport zu machen, weil ich brauche einfach auch noch was anderes nebenbei. Und ich denke, wenn man das auch gut hinkriegt mit dem Zeitmanagement, da ist auch definitiv genug Zeit, sich Zeit zu nehmen, gerade mal nach dem Training nochmal sich zu rollen, mit der Massagepistole nochmal über die Muskulatur zu gehen. Ich sag mal, das geht auch immer entspannt vom Fernseher abends, wenn man nochmal abschalten will. Ja, oder bei richtig harten Einheiten, wenn Muskelkater ist, dann gibt es auch mal eine heiße Badewanne. Aber du hast gesagt, du könntest dir jetzt nicht vorstellen, dass sich dein Leben nur um den Sport dreht, einfach vom Kopf her, dass du von den Gedanken nochmal dich auch mit anderen Sachen beschäftigst, oder gibt es da noch andere Gründe? Genau, also vor allem, dass ich mich auch mit dem Gedanken mit anderen Sachen beschäftige, aber auch, dass ich, wenn ich dann halt aufhöre, dass ich was in der Hand habe, dass ich fertig bin und dass ich eigentlich auch noch ins Berufsleben einsteigen kann. Deswegen, ich muss auch sagen, ich übertreibe es auf jeden Fall auch nicht mit dem Studium. Mein Bachelorstudium habe ich schon relativ flott gemacht in 7 statt 6 Semestern. Aber jetzt gerade im Master lasse ich mir auch mehr Zeit, weil ich sage, es ist halt auch neben dem Sport natürlich das Entspannteste. Und wenn man immer so ein bisschen nebenbei hat, finde ich das eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Und wenn du mal nicht studierst und nicht beim OSP bist, bleibt da noch Zeit für ein Hobby, oder wie sieht dann sonst so dein Alltag ein Stück weit aus? Gut, sonst muss ich sagen, ich bin noch seit letztem Jahr noch in der Bundeswehr, auch in der Sportfördergruppe. Also letztes Jahr ging dann die freie Zeit zum Beispiel, also während der Off-Season für die Grundausbildung so weitestgehend drauf. Sonst versuche ich mir als mal gerade abends Zeit zu nehmen, noch ein Buch zu lesen. Oder gerade mal, ich sag mal, wenn ich ein bisschen mehr frei habe, mir auch mal die Zeit zu nehmen, ein bisschen in Ruhe auch mal zu puzzeln. Da habe ich mir auch unter anderem von Olympia ein eigenes Puzzle gestaltet. Finde ich dann auch ganz schön, sowas zu machen, nochmal die Erinnerung aufzufrischen.
Wolfgang Heinig macht das, glaube ich, auch sehr gerne, um mal mit den Gedanken woanders zu landen. Wir haben uns ja eben so ein bisschen über dein Aufbautraining unterhalten, aber was ich auch immer spannend finde, gerade im Sprint, auch im Langsprintbereich, sind so die Trainingseinheiten, die man macht für eine Standortbestimmung. Also so 400 Split, weiß ich nicht, oder 150er mit einer langen Pause. Habt ihr sowas im Trainingsprogramm, wo bei dir vielleicht dann auch im Vorfeld so ein Stück weit ja Wettkampffeeling aufkommt? Ja, also ich muss sagen, Splits machen wir bisher, haben wir keinen im Training gemacht. Wir überlegen aber schon auch, ob wir das jetzt mal einbauen. Sonst eher mal ein schneller 300er, so gerade zum Abschluss des Trainings, oder dann halt auch mal ein maximaler 150er. Das sind dann eher so unsere Standortbestimmungen. Welche liegen dir mehr, die 300er oder die 150er? Ich sag mal, gerade im Training, da finde ich es ein bisschen schwieriger. Deswegen da finde ich 150 deutlich angenehmer als die 300. Weil ich finde im Wettkampf, dass so einfach nochmal so ein, da geht es einfach nochmal müh einfacher, gerade sagen wir mal über die ein bisschen längere Sprintdistanz. Bist du die 300 mal in der Schwedenstaffel gelaufen? Nee. Ich habe das, glaube ich, einmal oder zweimal gemacht und da ist es auch so, dass also es ist ja 100, 200, 300, 400 und bei den 300 geht man dann auch von der jeweiligen Bahn nach innen rein. Das heißt, da sollte man auch wirklich hart ins Rennen einsteigen. Und ich finde es bei den 300 so, das war bei mir die längste Distanz, die ich gefühlt noch voll angehen kann. Also die 300 kriegt man irgendwie ins Ziel. Also auch wenn man hinten ein bisschen knautschen muss, es wird nicht so hart wie bei den 400. Deswegen fand ich das eigentlich auch immer eine ganz angenehme Distanz. Bin das auch ab und zu mal in Blitzhausen, ist ja das Meeting der krummen Strecken in Baden-Württemberg, auch ab und zu mal gelaufen. Und das ich persönlich finde, das ist so eine Strecke, die könnte auch häufiger mal im Wettkampfprogramm sein, weil es ja einfach nochmal so, es ist was komplett anderes als die 400, aber es ist auch schon, es ist auch mit den 200 nicht mehr zu vergleichen und hat dadurch auch irgendwie so seinen eigenen Reiz. Ja, da muss ich sagen, da denke ich mir auch als, gerade wenn ich Rennen hatte über 200, wo die letzten 50 richtig gut liefen, da denke ich mir immer, eigentlich bräuchtest du eine Strecke noch zwischen 200 und 300, die es gäbe für dich. Aber ja, gibt es natürlich leider nicht. Tatsächlich noch nicht mal bei den groben Strecken, so 250 oder sowas. Ja. Aber falls das jemand hört von dem Organisationsteam aus Blitzhausen, es gab da glaube ich auch mal die 55 Meter und die 80 waren ja auch im Programm. Ja. Vielleicht nicht auch mal die 250. Was ganz Außergewöhnliches, ja. Sind jetzt, glaube ich, so ein bisschen abgeschweift vom Thema. Wir haben uns ja eben auch über dein Studium unterhalten und auch, ob noch Zeit für Hobbys bleibt. Du hast es geschildert, auch gerade mit der Bundeswehr-Grundausbildung im letzten Jahr. Es bleibt insgesamt nicht viel Zeit für andere Dinge. Und mich interessiert dann auch immer, was dich denn antreibt, so wirklich so viel Zeit und so viel Energie in den Leistungssport zu investieren. Antreiben vor allem so Erlebnisse, wie wir sie in München erleben oder auch auf vielen anderen Wettkämpfen, vor so einer Kulisse starten zu dürfen. Das gibt einem so viel zurück, so viel Emotionen und auch, dass man rumkommt, verschiedene Sportler aus anderen Nationen kennenlernt, andere Menschen, andere Mentalitäten. Das ist einfach schön und zudem macht es mir unheimlich viel Spaß. Also ich muss auch sagen, gerade was Training angeht. Ich glaube, ich finde es schwieriger, wenn ich nicht so viel Spaß dabei hätte, wie ich es habe. Sicherlich auch mit der Trainingsgruppe. Wenn man da ein gutes Umfeld hat, dann ist das auch sehr gut. Und ja, wie gesagt, solche Erfolge wie in München helfen einem. Ich hatte aber auch einen prägenden Moment, der mich auch immer wieder so ein bisschen mitnimmt und motiviert. Ich muss sagen, als Kind habe ich sowieso auch immer viel Olympia auch verfolgt vom Fernsehen. Und ich weiß auch, 2008 hatte ich es auch verfolgt. Und im August ist, am 18.8. ist mein Onkel damals verstorben. Und ich weiß, er war noch einen Tag vorher bei uns. Wir waren auf dem Eishockeyspiel. Das ist bei uns nicht weit weg. Genau, wir sind etwas früher gegangen, um entspannt eine Bahn zu bekommen.
Und er hatte was vergessen an unserem Platz. Und dann habe ich gesagt, ich gehe nochmal zurück und hol's. Und genau als ich zurückkam, da hat er gesagt, du warst aber schnell wieder da. Und das sind so die letzten Worte, die mir in Erinnerung geblieben sind von ihm. Und ja, das hat mir irgendwie immer wieder Motivation gegeben auch. Und passt ja auch total gut zum Sprint. Ja. Oh, das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das dann so, auch so eine prägende Situation war. Ja. Ja. Und hat irgendwie auch jetzt ganz gut München zu den Daten gepasst. Am 18.8. waren dann auch wieder meine 200-Meter-Läufe. Ja, dass sich da so der Kreis geschlossen hat. Ja, schon so ein bisschen, ja. Da, vor dem Hintergrund, was sind denn dann für die kommenden Jahre deine Ziele? Ja, oberstes Ziel auf jeden Fall mal meine Bestzeit über 200 Meter zu laufen. Die steht seit 2018. Dieses Jahr hätte ich zweimal geschafft, aber der Wind war zu viel. Deswegen mit regulärem Wind meine Bestzeit laufen. Ich würde mich freuen, wenn nächstes Jahr die Universiade stattfindet und wenn ich da dabei sein kann. Ich hatte 2019 dort, ich glaube, meine erste internationale Medaille geholt und das würde ich gerne wiederholen. Und sonst gerne Finalplatzierungen mit den Sprintstaffeln, sowohl bei WM, EM, Olympia. Das wären so meine Ziele. Und bei der EM auch mal über 200 Meter in Finale zu kommen. Also noch genügend Ziele, um die Motivation auch noch für viele Jahre aufrechtzuerhalten. Ja, definitiv. Ich meine, ich bin ja schon so ein bisschen Spätstarterin, weil das erste Mal 2017 in der U23 international für den DLV dabei. Sag mal, mit 20 Jahren ist ja schon relativ spät. Deswegen würde ich sagen, sind da schon noch ein paar Jahre drin. Dann blicken wir aber mal kurz zurück. Was war denn so bisher dein schönster Wettkampf? Zum einen die Olympischen Spiele, weil es war für mich ein Kindheitstraum. Auch wenn es nicht so gut lief letztes Jahr, war das trotzdem ein super tolles Erlebnis. Unheimlich viele Eindrücke und würde ich gerne nochmal erleben. Vielleicht auch mit Zuschauern dann. Deswegen waren auch gerade die beiden Heim-EMs in Berlin und München waren auch super tolle Erlebnisse, Momente, einfach auch wegen der Kulisse. Zu den Olympischen Spielen, da fällt mir auch immer ein, dass es ja auch lange überhaupt nicht feststand, ob Tokio tatsächlich stattfinden kann. Da war ja mit Sicherheit auch bei dir eine gewisse Unsicherheit vorhanden. Okay, findet das jetzt statt? Komme ich durch alle Sicherheitskontrollen, durch jeden Corona-Test? Und wenn man diese ganzen Hürden dann genommen hat, ist wahrscheinlich auch immer eine gewisse Erleichterung dann tatsächlich da. Ja, definitiv. Zum einen, gut, es ging ja schon 2020 los, wo es auch ein bisschen gedauert hat, bis klare Aussagen kamen, was los ist. Und ja, 2021 war es dann natürlich auch schwierig. Man hat immer gehofft, auch negativ zu sein, dass man auch wirklich teilnehmen kann dann am Ende. Deswegen war es auch eine Erleichterung, auf jeden Fall. Und es war dann auch überwältigend, in dieses Stadion reinzulaufen. Auch wenn keine Zuschauer da waren, es hatte trotzdem einen besonderen Flair. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Und auf der anderen Seite, was war vielleicht ein Wettkampf, der insgesamt vielleicht schwieriger war, vielleicht vom Ergebnis oder von den Bedingungen oder den Gesamtumständen? Da muss ich auch an 2021 denken. Im Februar, in der Hallensaison muss ich sagen, 2021 war ich echt sehr gut in Form. Da hatte ich das Gefühl, dass ich auch in der Halle unter 23 Sekunden hätte laufen können. Wir hatten ja einen Wettkampf in Leipzig. Da bin ich noch Hallenbestzeit gelaufen mit 23,07. Hatte mich aber bei 150 Meter verletzt und bin da auch nicht mehr richtig durchgelaufen. Und ja, wenn ich dann überlege, was für eine Zeit ich noch gelaufen bin, dachte ich mir, oh Mann, hätte ich schnell werden können. Was ja auch gerade für die Punkte oder für die Zeit für Olympia wichtig gewesen wäre. Und zum anderen dann schwierig, weil ich dann im Ziel gewusst habe, okay, das ist jetzt nichts, was in einer Woche oder so weg ist. Das nimmt dann halt auch seine 6 Wochen in Anspruch. Und das war halt auch meine erste Muskelverletzung, muss ich sagen. Deswegen war es eine schwierige Zeit, auch gerade im Training danach wieder Vertrauen zu bekommen. Und das hatte sich dann auch so ein bisschen durch die Saison gezogen, dass ich immer mal wieder so ein bisschen Krämpfe bekommen habe in der Oberschenkelrückseite. Und ja, das war eine schwierige Zeit. Kam dann ein bisschen auch wieder jetzt in der Hallensaison auf, gerade als ich zurückgekehrt bin, dann wieder nach Leipzig, wo es passiert ist. Weil du Leipzig mit der Verletzung in Verbindung gebracht hast? Genau, dort habe ich mich ja verletzt auf der Bahn und genau deswegen habe ich es damit in Verbindung gebracht und da habe ich dann auch im Winter mit Tanja Damasko und Colette Altwasser dann
auch zusammengearbeitet. Das sind zwei Sportpsychologen aus unserem Team, aus dem DLV. Und die mir das dann haben mir auch geholfen, dass ich da, sagen wir mal, auch so ein bisschen noch meine Ängste oder Befürchtungen dann auch überwinden konnte. Ja, manchmal ist es dann so, dass so eine gewisse Unsicherheit dann doch wieder aufkommt. Gerade wenn du sagst, das war in Leipzig, ist ja auch eine recht schnelle Bahn durch die weiten Kurvenradien und auch das Gefälle, was dann da vorhanden ist, dass dann im ersten Augenblick im Hinterkopf vielleicht dann doch noch immer so dieser Gedanke rumschwirrt, okay, hoffentlich hält der Muskel das nicht wieder eintritt. Das kann ich mir schon gut vorstellen, dass es in der ersten Zeit dann nicht so einfach ist. Gerade auch in der Zeit, in der du dann pausieren musstest vom Training, was waren denn so Trainingsinhalte, auf die du dich dann schon im Vorfeld wieder gefreut hast? Also was sind so insgesamt deine Lieblingstrainingsinhalte? Ja, gefreut habe ich mich vor allem wieder auf die Tempoläufe. Sowohl im kürzeren Bereich als auch so in der Vorbereitung, die 300er, da freue ich mich auch immer drauf. Gerade wenn wir ein bisschen Pause hatten, vermisse ich das dann schon. Und ja, einfach auch diese Geschwindigkeit einfach zu spüren, das finde ich unheimlich cool. Und auf der anderen Seite, was sind so Trainingsinhalte, von denen du weißt, okay, die sind wichtig, vielleicht für die Verletzungsprophylaxe oder um die Grundlagenausdauer zu verbessern, aber wenn du könntest, würdest du sie am liebsten streichen? Ich mag nicht so Krafttraining, das finde ich irgendwie relativ langweilig. Deswegen bin ich ja eher dann so der Läufertyp, hatte ich ja schon gesagt. Das Gute ist, da wir Kurzsprinter sind, machen wir kein Ausdauertraining, sonst würde das definitiv auch dazu zählen. Also so Tempo, so Dauerläufe und sowas kommt gar nicht in eurem Training vor? Nee, also ich mache es ab und zu in der Off-Season, gucke ich, dass ich mal joggen gehe, aber da muss ich sagen, da brauche ich auch schon Motivation für, weil das macht mir einfach keinen Spaß. Was sind dann so die längsten Strecken, zu denen du dich bisher motivieren konntest? Ja, ich versuche dann eher so 25 bis 30 Minuten joggen zu gehen. Ich weiß jetzt nicht, wie lang meine Strecke dann hier genau ist. Aber das ging mir früher genauso. Man hat sich dann doch lieber die Spikes an als die Turnschuhe für einen 5 oder 10 Kilometer Lauf. Definitiv. Dann kommen wir zur letzten Frage und die ist immer, was würdest du jüngeren Athletinnen, Athleten oder vielleicht auch deinem jüngeren Ich mit auf den Weg geben? Vor allem, dass man immer an sich glauben soll, dass man immer an seine Ziele glauben soll und die verfolgen soll. Auch egal, wie weit weg sie erscheinen. Bei mir war es ja auch alles relativ lange weit weg. Also ich habe ja schon gesagt, ich war das erste Mal 2017 in der U23 mit 20 Jahren international dabei. Deswegen immer dranbleiben. Es lohnt sich. Dann ja auch ein gutes Umfeld schaffen mit Freunden, mit Familie, die einem unterstützen, die hinter einem stehen, die einem aber auch mal ablenken, wenn es vielleicht auch mal schwieriger ist. Einen Trainer zu finden, eine Trainingsgruppe, wo man weiß, also den Leuten, man kann ihnen vertrauen, das Training passt, die Stimmung passt, man ist davon überzeugt, was man macht und es passt halt auch einfach zu einem. Ich sag mal, jeder braucht auch was anderes im Training. Dann muss ich noch sagen, habe ich mich auch länger gegen gesträubt, dass man auch bereit ist, mental an sich zu arbeiten. Sich mental dann auch mal Hilfe zu holen, weil man dann, muss ich sagen, habe ich dann auch gemerkt, war wichtig für mich auch auf mentaler Ebene mit jemandem zusammenzuarbeiten. Also das ist mittlerweile auch ein Teil deiner Trainingsroutine? Ja, definitiv. Ja, ich glaube auch, das ist noch immer ein sehr unterschätzter Punkt im Trainingsplan vieler Athletinnen und Athleten, dass das noch häufig vernachlässigt wird. Glaube ich auch. Also deswegen fand ich gut, 2020 hatte ich im Trainingslager dann Colette Altwasser kennengelernt. Damals gab es noch so ein Programm, das wird auch vom DLV unterstützt. Da hat sie so abends Meditation und Entspannung angeboten, einfach über Zoom. Morgens mal Yoga und ich sag mal, darüber kam ich da dann so ein bisschen rein und allein das hat mir schon geholfen, auch mit Sicht auf Regeneration abends vor dem Schlafengehen dann halt einfach auch mal so eine Entspannung machen, die vielleicht auch gleich zu nutzen, um besser einzuschlafen, um auch den nötigen Schlaf zu bekommen, finde ich auch sehr wichtig, ja. Um dann darüber auch wieder besser regenerieren zu können. Ja, genau. Dann, Jessica, nochmal vielen, vielen Dank für deine Zeit und alles Gute für die Vorbereitung. Sehr gerne und vielen Dank. Falls dir die Folge gefallen hat, gib mir doch einfach eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast. Außerdem freue ich mich sehr über dein Feedback per E-Mail oder auch auf Instagram.
Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.